Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Woolly World. In diesem Part wollen wir weitermachen hier in Welt 6 und die ist ja bisher für uns eher bescheiden gelaufen. Denn hier haben wir, glaube ich, die Herzen verpasst, die ich noch nachholen muss irgendwann. Ich glaube, nach diesem Part hier werde ich das machen. Und hier kann ich einen Stempel nicht finden, den wir dann auch noch suchen werden. Aber jetzt erstmal mit dem Blitz-Yoshi, den wir jetzt gerade haben, der eigentlich eher nach Bienen-Yoshi aussieht, finde ich. Aber Blitz-Yoshi passt auf jeden Fall auch. Wollen wir Level 6-3 spielen, lavieren durch die Lavahöhlen. Stimmt, ich hätte mich informieren können vor dem Part, ob lavieren wirklich ein Wort ist oder ob sie das erfunden haben. Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, leider. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob es das Wort lavieren wirklich gibt oder ob sie das einfach nur erfunden haben. Ob sie einfach nur Lava genommen haben und ein Verb daraus gemacht haben. Würde mich echt interessieren, weil ich habe das Wort noch nie gehört, aber keine Ahnung. Kann ja sein, dass es trotzdem gibt. Man weiß ja nie. So, ein Lava-Level also, wo Plattformen plötzlich verschwinden. Ja, das ist natürlich nett. Ach du Scheiße. Ja, das wird jetzt ein großer Spaß werden. Wenn die Plattformen einfach so verschwinden werden. Und die werden jetzt bestimmt tausendfach über Lavaböden sein, wo ich dann drin sterbe. Also hier wäre, glaube ich, dieser eine Trickanstecker da wirklich sehr, sehr hilfreich, wo man in Lava einfach reinschampen kann und einem nichts passiert. Das werde ich aber nicht benutzen, weil das ein bisschen arg lame wäre. Und da ist gleich mal eine Tür. Okay. Und es ist offenbar ein Labyrinth. Ja, und das liebe ich. Okay, ich liebe das Labyrinth jetzt schon, denn ich liebe Labyrinthe. Und genau deswegen mag ich eben auch Yoshi's Woolly World so und auch schon Yoshi's Island, weil es nicht einfach nur ganz normale Jump'n'Runs sind, sondern man halt so ein bisschen auch erkunden kann und sich auch mal verläuft. Aber genau das liebe ich so sehr. So, wir haben Tür und wir haben Röhre. Ich mach mal Röhre, weil Tür ist irgendwie immer... Ja, ich weiß nicht, also... Bei Röhre denke ich mal an Bonusröhre irgendwie. Es ist wahrscheinlich keine Bonusröhre, aber irgendwie ist Tür für mich immer eher der richtige Weg als Röhre, sage ich jetzt mal. Hört sich komisch an, ist aber so für mich. Und den kann ich nicht fressen, ja, aber abwerfen wahrscheinlich. Ja, auch nicht, okay. Wie kriege ich denn dann jetzt... Nein! Oh Gott, das ist knapp. Wie kriege ich dann eigentlich zum Beispiel den Typen da fürs Museumspavillon? Weil ich kann den weder fressen noch abwerfen. Ich kann mit dem gar nichts machen. Kriege ich den einfach so, wenn ich den sehe? Oder ist er einfach gar nicht im Museum? Das kann natürlich auch sein, keine Ahnung. Weiß ich nicht genau. Oh Gott. Ach du Scheiße. Und die Juwelen zu kriegen ist ja auch ein bisschen crazy, oder? Also ich glaube, hier in dem Level, das mit 20 Herzen abzuschließen, das werden wir nicht schaffen. Das kann ich jetzt schon euch sagen. Das werden wir ziemlich sicher nicht hinkriegen, weil hier einfach viel zu viele Gefahren und Fallen sind. Und das werden wir nicht schaffen. Das weiß ich eigentlich jetzt schon. So, kann ich noch irgendwas anderes in dem Raum machen? Oh mein Gott. Hier in die Wand kann ich rein? Nee, da kann ich nicht rein. Das habe ich gerade eben schon überprüft. Und hier unten durch kann ich auch nicht irgendwie. Nee. Halt. Okay, ich konnte da rein. Moment. Boah, zum Glück habe ich das noch überprüft, hey. Das war jetzt auch ziemlich fies. Wartet mal. Hier ist nämlich was. Ah, ich kann hier nach unten fallen. Ach so, okay. Und hier ist noch ein Stempel. Und da ist sogar ganz viel Zeug noch, okay. Da ist noch ein Fragezeichen. Ja, warte mal. Ja, ich werf's mal kurz ab. Und finde eine Blume. Und zwar ist es die erste sogar. Okay, ich bin erst den richtigen Weg gegangen. Also offenbar zumindest. Weil das ist mir immer ganz recht, wenn ich bei solchen Leveln, wo man mehrere Wege zur Auswahl hat, wenn ich da auch wirklich den Weg gehe, den das Spiel auch als ersten Weg vorsieht, weil ich eben dann genau weiß, okay, ich habe wirklich bisher nichts verpasst, weil wenn man halt irgendwie das Level spielt, das war zum Beispiel in der Pyramide so, wenn man das Level spielt und dann plötzlich hat man als erstes die vierte Blume eingesammelt, denkt man sich halt, what? Aber ist halt einfach so, dass die Nummerierung quasi von dem Spiel eine andere ist, als man, selber denkt, wenn man halt einen anderen Weg als erstes abgelaufen ist und wenn man aber den richtigen Weg gleich nimmt für das Spiel, ist auf jeden Fall ganz schön, weil man eben dann, oh Gott, weil man dann genau weiß, wie es aussieht von den Blumen und von den Wunderwollen her. Ja, und das Level ist schon wieder ein einziges Chaos. Oh Gott. Ja, warte mal, ich will jetzt erstmal, oder? Warte mal, ich konnte da unten auch nach rechts gehen. Aber ich will jetzt, wenn ich jetzt schon hier bin, will ich erstmal hier entlang latschen. Was haben wir hier? Herzen, okay. Und da werden jetzt gleich wieder viele tolle Juwelen erscheinen. Ja, super. Oh Gott. Ja, das ist ja auch ein großer Spaß hier. Nein! Oh Gott! Ja, ist okay. Gib mir her. Gib her. Okay. Wir kriegen aber nichts dafür, nur einen Stempel am Ende. Also in dem Level werden wir weder die Herzen schaffen, noch werden wir alles finden. Das weiß ich jetzt schon, weil das ist... Oh Gott. Weil das ist echt ziemlich schwierig, hier alles zu finden, finde ich. Allein schon hier durchzukommen, ist echt gar nicht einfach. Ich muss hier das eigentlich abschießen, diesen Reißverschluss da. Weil andernfalls würde ich da, glaube ich, gar nicht wirklich durchkommen, behaupte ich jetzt mal. So, ist hier noch irgendwas? Da ist wieder... Achso, jetzt bin ich... Jetzt bin ich einmal außen rum gelaufen. Okay. Aber da rechts war doch auch noch was. Ich will jetzt erstmal in die Röhre trotzdem wieder reingehen, weil ich gucken will, wo ich da jetzt rauskomme. Beim Checkpoint. Und ich finde hier... Vielleicht finde ich hier einen Schlüssel oder sowas. Vielleicht müssen wir hier wieder Schlüssel sammeln. Achso, nee, ich habe jetzt... Okay. Ich habe jetzt einen Weg geebnet für die Tür.
Ja, aber die will ich auf jeden Fall noch nicht rein, weil Tür ist definitiv der richtige Weg. Ja, obwohl vielleicht gar nicht unbedingt. Ja, obwohl doch, ich glaube schon. Aber was ist dann in der linken Tür? Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich habe jetzt echt keine Ahnung, was jetzt der richtige Weg ist. Ist jetzt der richtige Weg die Tür links oder die Tür, die wir gerade eben frei... Ja, die wir gerade eben freigespielt haben. Das weiß ich halt jetzt nicht. Wäre ganz cool, wenn ich es wissen würde. Tue ich aber leider nicht. Aber auf jeden Fall will ich jetzt noch kurz hier in dem Abschnitt ganz nach rechts gehen. Das war ein bisschen blöd, weil ich hätte es eigentlich gerade eben schon machen können. Aber ich habe halt gedacht, dass rechts, ja, dass rechts richtig ist und oben Bonus. Aber es ist offenbar genau andersrum. Denn hier scheint offenbar der Bonus zu sein. Oder ist das auch der richtige Weg? Oder wie? Ich habe keinen blassen Schimmer. Wir sind auf jeden Fall Juwelen und die eine Plattform ist jetzt kaputt gegangen. Ach shit, ich habe jetzt irgendwie gar nicht auf den Reißverschluss geachtet. Ich habe nur auf den Gegner und auf die Plattform geachtet. Das war jetzt gerade ein bisschen viel auf einmal. Und dann in der Mitte ist auf jeden Fall auch was, oder? Nee, doch nicht, okay. Aber ich will den mal kurz kaputt machen hier. So. Und ja, ist nur Bonus. Und zwar die Wunderwolle. Und zwar die erste. Okay, ich bin also wirklich offenbar den richtigen Weg in Anführungszeichen gegangen. Ich meine, es gibt hier keinen richtigen Weg, aber ich bin halt den Weg gegangen, den das Spiel auch für den ersten Weg hält, sage ich mal. Und deswegen können wir uns da eben, wie schon vorhin erklärt, sicher sein, dass wir bisher alles gefunden haben. Aber das ist echt nicht einfach hier. Hier war ich... Nee, hier war ich aber auch nicht. Stimmt. Boah, ist so viele versteckte Wege, das ist ja heftig. So, da oben ist auf jeden Fall was, ja. Und zwar, ich will die kleine Wolle nehmen, zack. Und zwar finden wir hier nochmal eine Tür. Ja, aber ich glaube, die ist jetzt wirklich Bonus. Die ist wirklich Bonus, die Tür. Oder? Also, es ist nicht der richtige Weg, das glaube ich nicht. Ja, das ist auf jeden Fall ein Bonus. Ach, du Scheiße. Okay. Ja, also das Level mit 20 Herzen abzuschließen, im ersten Versuch, wo man es spielt, während man noch den ganzen Rest einsammelt. Das ist, oh Gott, das ist brutal schwierig. Aber hier ist die Reihenfolge von den Dingern ist zumindest immer dieselbe. Ich kann es also auswendig lernen, wann, wo die Dinger kommen. Ja, okay, das ist sogar einigermaßen freundlich. Ist da auf der rechten Seite noch irgendwas hier in der Ecke oder sowas? Nee, okay. Also ich glaube, ich habe jetzt wirklich langsam mal gelernt, dass ich mich in Bonusräumen eigentlich nicht umgucken müsste, weil sie da niemals solche unsichtbaren Fragezeichen in den Ecken verstecken oder so. Das machen sie nur auf dem Hauptweg quasi. Aber in solchen einzelnen Bonusräumen, wo man halt einfach Gefahren ausweichen muss oder ein Rätsel lösen muss, ein kleines, und dann mit einer Blume oder Wunderwolle oder auch Stempel belohnt wird, da ist eigentlich niemals ein verstecktes Fragezeichen. Aber ich bin einfach viel zu übervorsichtig und will trotzdem alles überprüfen, weil es kann ja trotzdem sein, dass sie das einfach mal irgendwann ändern. Man weiß es nicht. Es wäre zwar blöd und auch gemein, aber könnte ja sein, ne? Man kann es ja nicht wissen. So, die will ich auf jeden Fall gleich wieder... Zack. Nein, ich... Echt? Ich dachte, ich hätte eine Wolle in der Mund. Wolle in der Mund, genau. Wolle im Mund. Nee, aber offenbar nicht. Aber jetzt eine. Okay. So, dann, ja, pass auf. Ja, es ist schon sehr gefährlich hier auf jeden Fall. So, jetzt ist die Frage. Wo will ich entlang gehen? Ich weiß es nicht. Habe ich irgendwelche Pfeile? Also da ist auch eine... Ach so, ja, ich komme noch gar nicht hoch. Ach so. Ah, verstanden. Okay, ich brauche beide, weil mit dem Dingens ist da, mache ich mir hier nochmal eine Plattform, womit ich dann überhaupt zur Tür erst hinkomme. Ja, okay, dann ist alles klar. Gut, dann... Ja, habe ich verstanden. Okay. Ist ja schon gut. So, der linke Weg, die linke Seite. Was haben wir hier alles? Ach so, jetzt kommt die Plattform wieder. Stimmt, die habe ich jetzt schon... Nein! Och nee, ernsthaft? Das habe ich ja schon ganz vergessen. Und sie machen wirklich das, was in jedem Jump'n'Run am Ende gemacht wird. Och nee, komm. Ach nee, das ist doch doof jetzt. Das ist doch doof. Warum? Warum muss in jedem Jump'n'Run es immer ein Level geben, wo die Lava steigt? Gott verdammt. Mann ey. Und die dritte. Wie kann das denn sein? Hä? Warum habe ich jetzt eine verpasst? Wie kann das sein? Ich kann gar keine verpasst haben. Wir sind doch in der richtigen Reihenfolge das abgegangen, oder? Das heißt ja, die Blume müsste dann auf der rechten Seite gewesen sein. Ja gut, ich habe da vielleicht was verpasst. Das kann schon sein. Keine Ahnung. Auch blöd. Aber hier steigt sie jetzt nicht, oder? Ne, kann eigentlich nicht sein, weil wir gehen ja jetzt horizontal und nicht mehr vertikal. Ja, sie chillt, okay. Also denke ich zumindest. So, hier haben wir Juwelen. Und ist es jetzt schlecht, wenn ich die Plattform kaputt mache? Wahrscheinlich schon. Das war, glaube ich, schlecht, ja. Weil ich hätte bestimmt außenrum gehen müssen, weil da unten vielleicht etwas gewesen ist. Ja, obwohl, ja, vielleicht gar nicht unbedingt, aber ich komme jetzt nicht mehr hoch. Ach so. Oder komme ich noch hoch? Okay. Oh, das Level ist so kompliziert. Ja, da oben war noch was. Ach, scheiße, ich muss den Weg auch nochmal gehen. Ja, okay, verstanden. Man muss ja alle Wege doppelt und dreifach gehen teilweise, wenn man echt ganz, ganz einfach was verpassen kann. Das ist echt fies. Wie komme ich jetzt eigentlich weiter? Warte mal. Wo geht's weiter? Stecke ich gerade fest? Moment mal, wie komme ich weiter? Also, wenn ich hier durchgehe... Da unten ist eine Blume auf jeden Fall. Hä? Ich komme von hier aus nicht da hoch.
What? Achso, ah, okay. Okay, ich komme doch hoch. Ja, gut, alles klar. Ich habe mir jetzt schon gedacht, was? Ich bin doch hier gefangen und komme nicht weiter. Aber doch, mit einer Treppe komme ich schon weiter. Okay. Hier unten waren ja nur Juwelen, glaube ich, oder sowas. Die habe ich ja schon eingesammelt. Und da unten ist eine Blume, muss ich mir auf jeden Fall merken. Also da rechts oben habe ich mir jetzt nicht gründlich umgeguckt. Da oben war ich zum Beispiel nicht bei dem Shy Guy. Und das sind noch Juwelen, an die ich nicht unten wundern wollte, natürlich. An die ich nicht mehr rankomme. Ich muss also den Weg definitiv nochmal gehen hier. Mann, Mann, Mann. Okay. Aber also solche Levels sind zwar vom Finden, guck mal her, sind zwar vom Finden her gar nicht so einfach, aber die haben auch Vorteile auf jeden Fall. Oh Gott. Die haben, ne halt, ich will warten. Ich will hier nochmal hoch, oder? Oder? Ja, war das jetzt ein Fehler? Ich weiß nicht genau. Ne, müsste glaube ich schon passen. Oh nein. Ja, shit. Ja, ich habe den ersten da verpasst und der erste könnte eventuell ein Stempel gewesen sein. Ich habe auch eine Wunderwolle. Ja gut, die Wunderwolle war da oben, stimmt, passt alles, okay. Ich wollte gerade eben sagen, dass solche Level hier, solche komplizierteren vom Aufbau her, dass die oftmals schwieriger sind von dem ganzen Finden her, weil auch die Verstecke oftmals fieser sind als normalerweise. Aber es hat auch Vorteile, denn die Sache ist halt die, dass ich jederzeit wieder zurücklaufen kann an die Stelle, wo ich halt eventuell was verpasst habe. Weil bei anderen Leveln komme ich ja nicht mehr, das wollte ich nicht, komme ich ja nicht mehr zurück. Ich kann nur einmal diesen Weg gehen. What? Spinnen die? Ich darf den Weg nur ein einziges Mal gehen? Was? Wie unfair ist das denn? Oh, das Level ist ja total fies. Oh Mann, was soll denn das? Das ist ja echt böse. Ach, so ein Dreck. Das ist ja richtig böse, hey. Da darf ich den Weg nur ein einziges Mal abgehen und dann nie wieder. Das ist ja voll fies. Ich konnte doch gar nicht wissen, wo der richtige Weg war. Mann, so ein Schwachsinn. So, ich glaube, hier links war doch die erste Blume, oder? Ich glaube schon. Das heißt, die zweite Blume müsste jetzt irgendwo hier sein. Ich will die jetzt mal gemeinsam mit euch suchen. Denn wenn wir schon die Möglichkeit dazu haben, dass wir das Level nochmal komplett neu spielen können, außer halt den linken Abschnitt offenbar, dann will ich die auch gemeinsam mit euch suchen. Habe ich jetzt hier schon was verpasst gerade eben? Ne, glaube ich eigentlich nicht. Oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. Warte mal, was war hier rechts? Hier rechts war, glaube ich, eine Wunderwolle, oder? Oder war da auch eine Blume? Oder war hier sogar die erste Blume? Ich weiß es gar nicht mehr. Hm. Ich hätte mir vielleicht merken sollen, was hier überall war. Weil jetzt habe ich leider keine Orientierung mehr, wo wir die erste Blume gefunden haben. Dementsprechend weiß ich nicht, ab wann die zweite kommen könnte. Das ist jetzt ein bisschen doof. Aber vielleicht ist sie auch hier jetzt irgendwo bei dem Abschnitt hier, wo wir nach oben gehen. Das kann auch sein. Es ist ein bisschen... Kann ich hier rein? Nee, schade. Das ist ein bisschen doof jetzt. Aber ich will die jetzt trotzdem noch ganz gerne finden, wenn es irgendwie geht. Es scheint ja wirklich so zu sein, dass der rechte Weg der erste war, den man gehen sollte. Und links ist dann erst der zweite Weg. In der Tür kann nichts gewesen sein. Nee, da kann nichts gewesen sein. Da habe ich auch nachgeguckt öfter mal. Da kann nichts sein. Man kann nicht vielleicht hier rein, wo diese Flamme da rauskommt. Nee, ja gut, wäre auch ein bisschen fies gewesen, muss ich zugeben. Aber man weiß ja nie. Sondern hier irgendwo in den Ecken oder wenn ich in die Wand reinlatsche oder so. Warum sind eigentlich hier immer so gewinkelte Ecken? Weil ich da... Soll ich das so machen, dass ich da mal Wolle durch die Gegend ballere und dann irgendwie was finde oder so? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, die finde ich dann doch irgendwie nicht mehr. Leider. Nee, das muss ich euch wahrscheinlich wieder reinschneiden. Außer ich habe jetzt hier noch Glück. Habe ich da rechts oben geguckt? Ja, habe ich offenbar auch. Oder es war halt einfach nichts. Kann auch sein. Keine Ahnung. Oder vielleicht hier noch? Nee, auch nicht. Ja, nee, das finden wir nicht mehr. Schade. Schade, schade, schade. Achso, warte mal. Achso, stimmt. Ja, warte mal. Stimmt, wir haben ja... Warte mal, wir haben doch die zweite Blume sogar gesehen. Die war doch da auf der linken Seite. Ist es eigentlich... Ja, ich kann immer noch nicht rein. Die war doch da auf der linken Seite. Wir haben doch da... Wir sind doch da am Anfang von dem Raum hier einmal in so einen unsichtbaren Durchgang reingegangen und da war dann unterhalb von uns eine Blume, die wir sehen konnten. Habe ich die eingesammelt? Ich glaube, die habe ich nicht eingesammelt, oder? Also nicht bekommen halt. Wie kriege ich denn die? Boah, ey, das ist ja echt richtig kompliziert hier wieder mal. Also ich finde, der Levelaufbau an sich ist gar nicht so ultra kompliziert. Zwar jetzt natürlich etwas komplizierter als ein normales Level, ist klar. Aber also da gab es schon kompliziertere Level vom Aufbau her. Das ist auf jeden Fall. Aber das ganze Zeug zu finden, das finde ich echt ziemlich schwierig. Was fehlt uns jetzt alles? Oh Gott, Blume 2, Wolle 3... Blume 4 wahrscheinlich auch. Und zwei Stempel könnten noch kommen, ja. Also hier muss ich auch wieder 1000 Millionen Sachen nachholen. Also die eine Wunderwolle weiß ich ja, oh nein. Und die eine Blume weiß ich ja auch so ungefähr, zumindest wo sie ist, wie ich rankomme noch nicht. Aber bei der Wunderwolle weiß ich auf jeden Fall sogar auch schon, wie ich hinkomme. Ja, natürlich. Nein! Okay, noch bekommen, aber ich sterbe. Yep. Scheiße. Fuck.
Habe ich seit dem letzten Checkpoint irgendwas noch geholt? Ne, ich habe noch genau dasselbe. Okay, dann passt alles. Warte mal, aber ich kann jetzt, kann ich nochmal irgendwie zurückkommen? Ne, kann ich nicht mehr. Kann ich das irgendwie austricksen? Ich glaube nicht. Schade. Aber ich brauche nochmal eine Wolle. Unbedingt, weil ich muss ja die eine Blume da abwerfen. Deswegen muss ich nochmal kurz... Ja, wo finde ich denn am schnellsten Wolle? Keine Ahnung. Ich gehe mal nochmal kurz hier hin, weil ich brauche Wolle. Und ich glaube, in dem Raum gerade eben war keine Wolle zu finden. Und ich brauche aber eigentlich erst einen Schrei, okay. Und ich brauche auf jeden Fall eine, um die Blume noch zu kriegen. Und ich muss mich auf jeden Fall beeilen. Das war gerade eben mein Fehler, dass ich da kurz stehen geblieben bin. Weil ich halt nicht sofort realisiert habe, dass die Lava wieder steigt. Ich muss wirklich sofort nach rechts latschen. Und dann habe ich auch genügend Zeit, um mir noch alles abzuholen. Hoffe ich zumindest mal. Okay. So, nein! Ich bin noch Was war das denn jetzt? Warum habe ich... Warum? Und bin ich jetzt nicht drauf gelandet? So ein Käse, hey. Mann, ich muss ja auch diesen einen Scheiger hier verwenden für diese Brücke hier. Deswegen muss ich jetzt leider nochmal nach rechts gehen und mir wieder einen Scheiger holen. Es tut mir leid, aber ich will die Blume da schon haben, wenn ich schon die Chance dazu habe. Wir haben eh so viel verpasst in dem Level. Wenn ich da zumindest ein bisschen was noch mitnehmen kann, dann wäre ich da eigentlich ganz froh drüber. Echt ein kompliziertes Level, was die ganzen Verstecke angeht und an das alles ranzukommen. Ist auch ein bisschen fies, muss ich ehrlich sagen, weil man halt sich die Chance verbauen kann, ein bisschen was zu bekommen, wie eben zum Beispiel die vierte Wunderwolle. Wenn ich dann den falschen Weg gehe, dann kann ich die nicht mehr bekommen, was echt ein bisschen fies ist, aber ist halt leider so. So, bekommen und hoch da. Ich hoffe, der eine war jetzt kein Stempel, aber ich denke mal nicht. Oh Gott. Und ich hier in Scheiger hier wieder. Ah, den hätte ich benutzen sollen. Ah, shit, jetzt habe ich verloren. Nein, 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 nein. Ach komm, das ist doch dumm. Ich kann aber noch entkommen, oder? Ne, kann ich nicht mehr. Ja, ich dachte, ich bräuchte den Shy Guy in Wolfform, weil ich gleich wieder irgendwas abwerfen muss. Aber nee, ich muss auf ihn drauf jumpen, um zu der Wunderwolle zu kommen. Das kann ich natürlich auch voll wissen, ne? Ist klar. Also ich hätte es trotzdem noch schaffen können gerade eben, aber ich war irgendwie so verdutzt jetzt gerade eben, dass ich dann leider nichts mehr auf die Reihe bekommen habe. Echt doof. Aber ich glaube, nach diesem Abschnitt, also wenn wir dann durch diese Röhre da oben durchgegangen sind, dann müsste das Level eigentlich beendet sein. Aber uns fehlen noch zwei Stempel, oder? Weil die haben wir jetzt hier nirgendwo finden können. Weil hier sind offenbar keine Stempel bei diesem Abschnitt. Hm. Wo sind die dann noch? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber uns fehlen ja eh 1000... Ja, das ist auch die fünfte Blume, merke ich jetzt gerade. Also uns fehlen da eh 1000 Sachen. Also die zweite Blume fehlt irgendwo da rechts, denke ich mal. Ach, hier war ein Stempel, okay. Die zweite Blume fehlt irgendwo da rechts, denke ich mal, bei dem rechten Raum da. Die vierte links, die haben wir ja gesehen, aber wir sind ja nicht rangekommen. Denke ich mal, aber keine Ahnung. Und ein Stempel fehlt auch, ja klar. Ein Stempel, zwei Blumen, eine Wolle und 10 Herzen. Oh Gott, ich glaube, das ist bisher das katastrophalste Ergebnis von allen. Ich glaube, in keinem anderen Level haben wir so viel verpasst. Weil ich glaube, in jedem anderen Level habe ich zumindest immer eine Sache komplettieren können. Also entweder Herzen oder Blumen oder Wollen oder Stempel. Aber dass uns alles fehlt und dann gleich immer so viel. Ich meine, 10 Herzen, ja gut, ein Stempel geht auch und eine Wunderwolle geht auch, aber auch zwei Blumen. Das ist schon echt heftig. Das ist echt heftig. Da muss ich jetzt auch 1000 Sachen euch reinschneiden erstmal. Aber ist halt leider so. Wenn ich zu doof bin, das ganze Zeug zu finden, dann bin ich ja selber schuld. Okay, ja, dann werden wir in dem Part wahrscheinlich auch kein weiteres Level mehr machen, kann ich euch schon mal sagen, weil das nächste Castle wird ja auch wieder viel zu lange dauern. Dann wäre das hier ein 40-Minuten-Part. Also vor allem jetzt hier am Ende, da schaffen wir immer nur noch ein Level pro Part, weil die Level einfach zu lang sind und ich auch zu viel reinschneiden muss, weil ich immer zu doof finde, das Zeug zu finden. Ja, Knotbert, leider. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Jetzt erstmal das ganze Zeug nachholen. Zwei Blumen, eine Wunderwolle, 10 Herzen und ein Stempel. Los geht's. So, diesmal werde ich in dem Raum ein bisschen vorsichtiger sein. Ich tue jetzt mal, glaube ich, den ganzen Raum mit euch ein bisschen erkunden. Weil es hier noch einiges offenbar gibt. Was war hier nochmal drin? Ich glaube nur Herzen oder so. Ne, Juwelen. Aber da war auf jeden Fall auch nichts Wichtiges drin, deswegen lasse ich das erstmal. So, jetzt hier nach oben gehen. Oh Gott. Ja, ich sehe schon kommen. Hier ist der letzte Stempel und auch die letzte Wunderwolle. Gut. Haben wir das schon mal. Aber es fehlen noch beide Blumen. Also Blume 2 habe ich immer noch nicht finden können. Die muss irgendwo rechts sein, aber ich finde die einfach nicht. Keine Ahnung, ich bin da zu doof dafür. Ich weiß nicht genau. Und, okay, da nach oben will ich auch ganz gerne noch irgendwie kommen. Und die vierte Blume, die haben wir ja schon gesehen, wo die ist. Die muss ich halt jetzt nur noch irgendwie holen. Also ich denke mal, dass das die eine war, die ich eben immer gesehen habe. Warte mal, wenn ich jetzt... Ah, ich muss mich hier beeilen. Ah, und dann kriege ich sie, oder? Nee, doch. Nein, ich bin... Nicht dein Ernst! Ich bin jetzt nach oben gesprungen zu früh und deswegen kriege ich sie nicht mehr. Ist es dein Ernst, Spiel? Ich kriege die jetzt deswegen... Ich dachte, da wäre... Mann, ist doch... Kacke. Ja, okay.
Aber ich habe zumindest gesehen, wie man da hinkommt. Einfach schnell genug da unten durch und dann hier nicht zu voreilig hochspringen, sondern sie holen und dann habt ihr sie auch schon. Okay. Dann werde ich das Level dann irgendwann auch nochmal neu spielen und werde dann eben auch versuchen, die mir nochmal zu krallen. Diese Blume da. Aber wo die zweite ist, das weiß ich immer noch nicht. Die werde ich jetzt noch ein bisschen suchen und wenn ich die nicht finden kann, dann werde ich die euch auch erst später noch zeigen können. Aber ich hoffe, ich werde sie noch finden. Die muss eigentlich rein chronologisch im rechten Raum irgendwo sein. Deswegen werde ich dann nochmal mich ein bisschen umgucken und sie dann hoffentlich finden werden. Und sie dann hoffentlich finden können, das wollte ich sagen. Also dann bis gleich. Jo, kein blassen Schimmer. Also das Level, da finde ich einfach gar nichts. Das ist echt schlimm. Keine Ahnung. Wo die zweite Blume ist, werde ich euch dann auch... Ich denke mal, im nächsten Part noch zeigen, in dem jetzt nicht mehr. Aber im nächsten Part werde ich euch das noch zeigen, wo die zu finden ist. Und die Herzen habe ich auch nicht geschafft, weil ich viel untersucht habe und deswegen viel in Gegner reingerannt bin und viel abgebrutzelt wurde. Das werde ich auch noch offscreen nachholen und die vierte Blume werde ich auch noch offscreen nachholen. Die werde ich euch nicht mehr zeigen, denn ihr habt sie ja gesehen im Prinzip. Ich habe sie halt jetzt nicht eingesammelt, ja, aber ich habe ja gesehen, wo sie ist. Einfach da halt nicht voreilig hochspringen, so wie ich Idiot, und dann kommt er da ganz, ganz einfach hin. Und wo die zweite Blume ist, werde ich euch natürlich dann schon noch zeigen, wo genau die aufzufinden ist, aber dann, wie gesagt, erst im nächsten Part, damit das zeitlich ein bisschen besser passt, als wenn ich euch das jetzt in dem Part noch zeige. Ist hoffentlich okay. Aber ist ja eh auch schon so, dass wir in Level, ich glaube im zweiten Level hier von Welt 6 auch schon einen Stempel verpasst haben, und zwar komplett, den ich euch auch noch dann im nächsten Part zeigen werde. Also im nächsten Part werde ich dann hier in Welt 6 erstmal alles wieder aufgeräumt haben, was wir bisher so versagt haben, was einiges ist. Leider. Also Welt 6 ist echt cool bisher, aber auch wirklich schwierig. Sowohl vom Level-Design selber, als auch von den Verstecken her. Also Welt 6 hat es echt in sich, aber genau deswegen mag ich sie so sehr. Okay. Also nochmal kurz zeigen. Er hat gleich erstmal jetzt noch den neuen Yoshi. Den haben wir ja schon bekommen. Als einziges so ziemlich. Yay, und du bist ein Lava-Yoshi, oder? Lava-Yoshi, jupp, sehr schön. Okay, ja, wie gesagt, beim nächsten Mal sehen wir hier die zweite Blume noch, die Herzen, und die vierte Blume werde ich dann selber noch nachholen. Hier werde ich, was fehlt da noch? Genau, da werde ich euch auch noch den letzten Stempel zeigen, wo der noch ist. Und auch ganz offscreen werde ich das Level nochmal spielen und da auch nochmal alle 20 Herzen abschließen. Und dann beim nächsten Mal werden wir erstmal 6-1, 6-2 und 6-3 dann soweit aufgeräumt haben. Ich weiß, es ist ein großes Chaos, aber ist halt leider so, denn ich finde hier nichts in Welt 6, weil ich da offenbar zu doof dafür bin. Also ich habe echt keine Ahnung, wo die zweite Blume hier sein soll. Die muss auf der rechten Seite sein. Es geht gar nicht anders, weil die erste ist am Anfang auf der rechten Seite und die dritte ist ganz, ganz am Anfang auf der linken Seite. Deswegen muss die auf der rechten Seite sein, die zweite, irgendwo, aber ich habe sie einfach nicht finden können. Ich werde vielleicht sogar meinen Trickanstecker benutzen müssen, dass die versteckten Dinge sichtbar werden, wenn ich es nicht finden kann. Keine Ahnung. Muss ich vielleicht dann machen, weil wenn ich halt ewig lang suche, dann hat das auch keinen Sinn. Aber werde ich euch dann alles berichten beim nächsten Mal. Und ja, das Castle schaffen wir wieder nicht, tut mir leid, aber ich muss den Part wieder ein ganz, ganz kleines bisschen kürzer machen, ist hoffentlich okay. Aber, also hier in Welt 6 ist halt einfach so, wir brauchen knapp 20 Minuten für ein Level und zwei Level dazu machen kann ich nicht, weil dann wäre der Part 40 Minuten lang und das will ich dann doch nicht. Ist hoffentlich okay für euch. Gut, also wie gesagt, dann war es das hier für diesen Part von Let's Play Yoshi's Woolly World. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn wir das ganze Zeug hier nachholen werden. Und dann auch Knotbeards Himmelsfestung bestreiten werden. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.